Bauteile wie diese findet man auch in der heimischen Festplatte oder anderen Leiterplatten. Bei Rode und Schwarz in Memmingen werden sie aber so zusammengebaut, dass sie später einmal Hochleistungsmessgeräte zu absoluter Präzision führen können. 20 Millionen dieser zumeist auf einer speziellen Rolle aufgerollten Kleinstteile werden hier im Memminger Rode und Schwarzwerk jedes Jahr verarbeitet. Katharina Janischew fädelt sie gerade auf einen speziellen Wagen auf. Von diesem greift die Bestückmaschine später direkt auf das Bauteil zu, das für die jeweilige Baugruppe benötigt wird. 40.000 Flachbaugruppen werden jedes Jahr bei Rode und Schwarz in Memmingen bestückt. Nicht nur für die eigenen Produkte, auch anderen Firmen bietet Rode und Schwarz sein Know-how an. 1.200 Mitarbeiter arbeiten hier am Standort, seit Februar wieder im Dreischichtbetrieb. Sollte es passieren, dass ein Bauteil vom Markt genommen wird, das dringend für ein Rode- und Schwarzprodukt benötigt wird, kommt dieser Herr zum Einsatz. Er tüftelt so lange, bis das Produkt auch auf andere Weise exakt gleich funktioniert. Herr Steigmüller, auf Ihrer Internetseite schreiben Sie, die Mitarbeiter sind das Kapital der Firma. Wie muss ich das verstehen? Vollkommen korrekt gelesen. Die Mitarbeiter sind unser Kapital aus folgenden Gründen. Wir, Rode und Schwarz, stehen für Qualität, für Flexibilität, so nimmt uns auch unser Kunde wahr. Und diese beiden Punkte, Qualität und Flexibilität, können Sie nur mit top ausgebildeten, engagierten Mitarbeitern erreichen. Sie haben das Thema Qualität angesprochen. Sie haben in diesem Jahr den Bayerischen Qualitätspreis gewonnen. Wie bekommt man den? Ja, erstmal hier. Hier ist dieser Preis, auf den wir so alle stolz sind, der Bayerische Qualitätspreis 2010. Diesen Preis bekommt man nicht, indem man sich einfach meldet. Hierzu muss man nominiert werden und wird dann von einem Expertengremium bewertet, ob man wirklich in allen Disziplinen, die so ein Produktionswerk ausmachen, ein Top-Unternehmen ist. Und in diesem Jahr haben wir unter Beweis gestellt, dass wir dieses Top-Unternehmen sind. Können Sie ein paar dieser Disziplinen nennen? Es werden verschiedene Disziplinen bewertet und in diesen Disziplinen muss man natürlich top sein, um diesen Preis zu bekommen. Ein Beispiel dafür ist die Auftragserfassung, das Order-Tracking, das Qualitätsmanagement, wie wir im Betrieb kommunizieren, wie binden wir die Mitarbeiter sozusagen in die Optimierung des Unternehmens ein. Die Auszeichnung hat speziell das Werk Memmingen hier bekommen. Rode und Schwarz ist aber eine Firmengruppe. Welchen Stellenwert hat das Werk Memmingen in der gesamten Firmengruppe, die ja international tätig ist? Ja, Rode und Schwarz ist ein weltweit agierender Konzern und wir in Memmingen sind der größte Produktionsstandort, den Rode und Schwarz weltweit hat. Das Werk Memmingen ist auch für den Endtest und die Auslieferung der meisten Rode- und Schwarzprodukte zuständig. Hier wird gerade ein Testgerät für die Mobilfunkindustrie montiert. Gleichzeitig testen die Mitarbeiter, ob alles wie geplant funktioniert. Wir stehen hier in der Fertigung von Testgeräten für die Mobilfunkherstellung. Was muss ich mir darunter vorstellen? Herr Sausch, wir stehen hier in der Linie für unseren modernsten Mobilfunktester, Familie CMW, der neben den aktuell bekannten Standards auch die neuen Standards wie LTE bereits abdeckt. Für was wird so ein Mobilfunktester gebraucht? Jeder namhafte Hersteller weltweit hat Tester von Rode und Schwarz im Einsatz und er testet damit ein Handy, bevor es in Verkehr gebracht wird. Damit, wenn ein Kunde so ein Handy in Betrieb nimmt, keine Störung einer Funkzelle eintritt. Sie arbeiten im Kommunikationsbereich, aber nicht nur im Mobilfunkbereich, sondern zum Beispiel auch im Bereich der sicheren Kommunikation. Was muss ich mir darunter vorstellen? Also neben dem Bereich der Messtechnik, der signifikant für Rode und Schwarz ist, gut die Hälfte des Umsatzes ausmacht, gibt es noch den Bereich der sogenannten gesicherten Kommunikation. Und hier stellen wir Funkequipment her, das Sie zum Beispiel in einem Tower finden, unter anderem der Tower des Airports Memmingen ist damit ausgerüstet, aber nicht nur auf der Bodenseite sind wir aktiv. Wir rüsten auch die großen Airlines mit Funkgeräten aus. Damit stellen wir die Kommunikation zwischen Flugzeug und Boden sicher. Sie arbeiten aber auch im militärischen Bereich. Richtig. Also wir bedienen den zivilen Bereich. Wie in jeder zweiten Airbus oder in jeder zweiten Boeing-Maschine finden Sie unsere HF-Geräte. Aber wir produzieren auch Funktechnik für den Eurofighter, zukünftig für den neuen Transportflieger A400M oder auch für einen Transporthubschrauber NH90 und ähnliche Produkte im militärischen Bereich. Wir sind in der Produktion von Hochfrequenzfunkgeräten. Anders als herkömmliche Funktechnik machen sie es möglich, um den gesamten Erdball zu funken. Die produzierten Stückzahlen sind dabei oft gering, deshalb wird diese Leiterplatte gerade per Hand lackiert. Der Lack soll sie gegen Feuchtigkeit und Korrosion schützen. Präzision made in Memmingen. Für den ganzen Erdball. Die Rode- und Schwarzprodukte gehen in alle Welt.
Die Exportquote des Unternehmens liegt bei 80%.